Ja, herzlich willkommen zu Nicht verzagen Peter Fragen. Ich habe ein bisschen Pause gemacht nach der Oster. Nach Ostern bin ich unterwegs gewesen, habe eine kleine Kathedralentour gemacht in Frankreich, war sehr schön. Und ich habe aber doch schon mitbekommen, dass viele von euch in absoluten Stress sind. Ich weiß, die erste Klausur ist gerade geschrieben und die zweite steht morgen an. Also Daumen drücken ist angesagt. Und ich weiß, ihr seid dann jetzt im Moment natürlich gar nicht so aufnahmefähig für schwierige Themen bzw. für lange Erklärungen. Von daher will ich einfach heute mal so eine Sendung machen, wo ich euch verschiedene Sachen vorstelle, bevor ihr dann im September euren Koffer packt, nicht so einen schönen, wie ich auf dem Flohmarkt erstanden habe, und dann im September, Oktober anfangen zu studieren in einer sehr schönen Stadt. Also, jetzt ein bisschen zur Entspannung, wenn ihr ein bisschen Zeit habt zwischen den Klausuren, ist also einerseits haben wir jetzt in den letzten Tagen einen Film hochgeladen von Franzi über Logopädie an der Hogeschool Arnheim in Heimwang. Ein ganz interessanter Bachelorstudiengang über 4 Jahre. Und schaut euch den mal ruhig an. Alle, die ein bisschen am Thema Gesundheit und Sprache interessiert sind, für die ist das ein wirklich spannender Studiengang. Dazu muss man wissen, dass im Bereich Gesundheitsberufe die Niederländer im Bereich Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie das schon lange auf Fachhochschulebene hoch platziert haben, hochgezogen haben, die Ausbildung. Also nicht nur eine Fachschulausbildung Deutschland und von daher europaweit in diesen Bereichen auch führend sind. Also insofern Logopädie. Dann habe ich hier einfach noch mal einen Film, den ihr euch angucken, wo ihr immer nach gucken könnt. Da müsst ihr gucken unter Global Projekt und Change Management, auf die Lupe drücken und dann Global Projekt und Change Management. Das ist eine Geschichte für Leute, die die Welt verändern wollen, die Welt verbessern wollen, mit verschiedenen Schwerpunkten. Auch ein Bachelor, der ins Volle angeboten wird von der Windes Heim University of Applied Science. Lasst euch mal brieseln. Vielleicht ist das ja fast für euch. Oder für diejenigen, für die ganz klar ist, Mathematik soll es werden. Wobei die in Bayern nicht zu sehr ärgern. Ich weiß, es gibt den ersten Ärger nach der ersten Klausur, dass die viel zu schwer war. So schwer wie noch nie. Von daher nicht ärgern in Bayern. Es gibt die Möglichkeit, Mathematik zu studieren an der Freien Universität Amsterdam. Und der Vorteil ist dann auf Englisch. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, direkt in viele Schwerpunktbereiche reinzugehen, die da haben, und in die Welt rauszugehen. Ihr könnt also dann als Mathematiker nicht nur in Deutschland bleiben, sondern könnt weit hinausgehen. Nächstes jetzt hier. Nochmal habe ich hier Logopädie. Felix berichtet deine Erfahrungsberichte. Diese Erfahrungsberichte sind immer ganz locker. Es ist so, dass wir einfach einen Student befragen und der aus seiner Sicht einfach das erzählt. Das ist so eine Geschichte, die kann man wirklich ganz, ganz gut machen. Dann haben wir hier auch den Bachelor Law in Society. Das ist auch ein sehr guter Studiengang, der an der Freien Universität Amsterdam auch gelehrt wird. Auch eine sehr schöne Geschichte. Da habe ich auch ein bisschen mehr zu erzählt. Das ist auch ein Livestream, den ich gemacht habe. Wir haben auch noch für alle die, die sich schon ein bisschen vertiefen wollen, jetzt noch mal einen ganz wichtigen Livestream gemacht. Und dieser Livestream, der geht zu neue Regelungen, Bewerbung, Medizin. Das Ding ist schon in kurzer Zeit über 1000 Mal geguckt worden. Wir haben ganz, ganz viele Fragen schon dazu bekommen. Das ist ein Experteninterview, was ich geführt habe mit dem Dietmar Schmale. Geht, glaube ich, über 40 Minuten. Ich glaube, das ist auch im Moment das einzige Video, was bei Bewerbung Medizin auf dem Markt ist. Also die sich da schon mal ein bisschen so, wenn sie mal gerade nicht für, sagen wir mal, Englisch, Latein oder Mathematik lernen wollen, für die ist das auch, also auch eine ganz interessante Sache. Dann, was ihr auch in unserem YouTube-Kanal findet, ist im Grunde genommen eine Sortierung nach Hochschulen. Und jetzt nehmen wir einfach mal den beliebtesten Studienstandort in den Niederlanden seit, glaube ich, 5 Jahren schon. Das ist Groningen. Dort gibt es die Hanse Hogeschool Groningen. Und dort findet ihr also, wenn ihr dann unter Rubriken geht, auf Hanse Hogeschool, findet ihr insgesamt 17 Videos dieser Hochschule. Wobei, ich war ganz erstaunt, jetzt in den letzten Tagen hat also die Linda mit ihrem Erfahrungsbericht über International Business an der Hanse über 10.000
10.000 Views erreicht. Das ist für diesen Bereich Studiengänge sehr viel. So viele, die meisten haben ein paar hundert Views, noch, aber über 10.000. Das heißt, die Leute sehen das gern, sie beschreibt das gut. Daran können wir das immer sehen. Da gibt es dann auch Marketing, Management, angewandte Psychologie, gibt es da International Communication, Sport Studies an der Hanse. Da findet ihr also insgesamt 17 Videos von der Hanse. Dasselbe findet ihr von der HAS, dasselbe findet ihr von der Hochschule Zeeland, dasselbe findet ihr von der Hochschule Sahag in Den Haag, auch ganz vollkommen spannend, findet ihr da also ganz verschiedene Sachen. Oder Bierlino zum Beispiel auch von der HZ, Hochschule Zeeland in Vlissingen. Ihr müsst auch, könnt auch mal ein bisschen gucken, was ist von euch aus am nächsten, für die in Aachen wohnen, zum Beispiel ist die Uni Maastricht am nächsten. Oder eben die Hochschule Zeut, da findet ihr auch ganz fantastische Studien, hat auch eine extra Rubrik mit 4-5 Videos. Also da könnt ihr euch jetzt einfach, wenn ihr euch noch nicht so intensiv einsteigen wollt zwischen den Klausuren und ihr braucht ein bisschen Spannung, papp, auf Sandy drücken oder auf den YouTube-Kanal und einfach gucken. Ansonsten drücke ich natürlich jetzt die Daumen, hoffe, dass das in Bayern mit den Themen für Mathe, die zu schwer waren, ein Einzelfall bleibt und alles gut läuft, ihr einigermaßen gut durchkommt und dass ihr noch die nächsten paar Wochen gute Nerven habt. Und wir machen dann weiter, so mit lockerer Folge, mit Videos. Nicht verzagen, Peter fragen. Tschüss!